Stellen Sie mal vor, ich würde jetzt zu Ihnen sagen, ziehen Sie alles aus, was nicht in Deutschland hergestellt wurde. Das wäre natürlich ein Skandal für die Kirche hier. Aber wenn Sie das ernst nehmen würden, dann hätten wir hier sozusagen bei Gott eine FKK-Veranstaltung. Und wenn Sie das zurückdenken, nur wenige Jahrzehnte, dann wissen Sie, dass das gar nichts ausgemacht hätte. Also wir sind heute angelangt in einer Situation, wo die ganze Welt für uns tätig ist. Und das können Sie jetzt dann heute Abend sozusagen ganz diskret mal ausprobieren, wenn Sie Ihre Sachen ausziehen. Gucken Sie überall, wo das hergestellt wurde. Ne? Wer war da für Sie tätig? Immer so ein Reiterschild da auf dem Schreibtisch gehabt. Ne? Das stand da so zum Besucher gewendet. Da stand drauf, wie es nicht geht, weiß ich selbst. Ne? Sie kriegen immer erzählt, wie es nicht geht. Ne? Aber das interessiert uns doch gar nicht. Uns interessiert es, wie es gehen könnte. Ne? Albert Einstein, der sagte, wir können die Probleme von heute nicht lösen mit dem Denken, durch das die Probleme von heute entstanden sind. Und das ist überhaupt nicht paradox, was er sagt, weil ja die Probleme von heute sind ja immer die Erfolge von gestern.